Ja, Rafa, het zijn een goede avond. Zijn du bist bald fertig. Ik ben nu eens naar een paar Kleinigkeiten te maken. Ja, de groep is fertig. Da schuist nog de portret is fertig molen. Oder traat nog bis op de bodem roef molen. Dan nog een paar definitionen maken. Maar de groep is gemaakt. Also, ich meine noch, du hast ein gutes Sujet, gebe ich so, und an der Band kann ich auch malen. Ich meine, du hast das wunderbar hingekriegt, das erkennt ihnen direkt. Was siehst du selber dazu? Ja, ich fand noch, dass ein Malo mittlerweile gut gelungen ist. Ich hatte ein paar Probleme mit den Zähnen, die ich relativ lange drüber geknackt habe. Weil die Zähne so ganz am Fenster gerade übergehen und für die richtige Balance zu finden, für das in von Weitem auch am richtigen Winkel gesagt. Das war nicht so evident, auch für den Layout zu machen, dass dass ein Tisch die Fenster noch mal zu erkennen, dass das nicht so groß geht, nicht so klein ist und dass dann so Tisch in zwei Fenster sind. Das war ein bisschen den Challenge, für das immer gelingt. Also ich gebe so den Challenge, wäre da hundertprozentig gelungen. Ich bin froh, dass es so ging, wie es ging. Ob der Gemeinde sie ist all zufrieden. Die Leute sind nicht mehr positiv. Also ich gratuliere da merci. Von sämtlichen Schöfflinger Bürger. So. Die Damen und Herren, leef Rut. Ich weiß, dass es warm ist, aber wie alles bestellt, auch für National Feier, da gut wird. Wir sind ja dafür zuständig und da klappt das auch an der Regel. Wenn es trainiert, dann waren wir es nicht. Die verantwortlich waren, nun eigentlich heute eine Premiere. Eine Premiere, weil wir eigentlich etwas präsentieren, weil es an der Form heute Schöffling noch nicht ging. Wir haben einen Ulask, den logisch für den Ast, der wissen Tour de France, geht durch Schöffling den 3. Juli, hoffentlich mal Ben. Wir so mehr, logisch nicht. Hoffentlich mal Ben, wir hoffen, dass alle gut sind und wir wünschen uns auch für alle noch den Ben, weil er nicht verdient, für Matze zu führen. Das wäre natürlich ein super Eier für uns von. Wat toen de Franse Schöffling kunt, dat is nu niet al daar te vallen. Want dan nog de band had geen Madame Plutter zien, of dat vlijt zo goed, best een vier op Plutter. Maar ben, wat dat te vallen zult zien, aan de regio blijven koeren, je moet stoen. Voor de leid mooie te zoen. Maar verzeihen dat wat het niet verder is. Blijf nimmer niet stoen. Want dat vier 30 kilometer voor de arrivée, niet super. Had Guus mijn gestegen directeur techniek, ook geen groot, had ook met een college mijn geen groot vreemd. Door maken, dafür haben wir Verständnis. Wir wünschen, dass du auf alle Fall dabei bist. Für auf alle Fall eine Idee, die wir hatten an unserem Arbeitsgruppe, weil wir gesagt haben, wir wollen den Tour de France ja hier auch ein bisschen zelebrieren als Schöffling, weil wir schon die Chance haben, dass Tour de France durch uns gemengt könnte. Da wollen wir auch etwas draus machen. Wir haben die Band als Aushängeschild, was den Zyklisten geht. Wir haben den Velosclub, der ganz aktiv ist. Da sollen wir auch gucken, für auch etwas unter dem Velo als Schöffling zu machen. Das geht auch. Mit einem großen Programm über die Bühne, wo man vom 1. bis zum 3. Public Viewing auf der Stadthausplatz werden haben, wo als Velosclub 3D schlagen für den gastronomischen Teil zuständig ist. Der 2. Juli ist noch eine Randonnée von heute bis auf Lomkisch, und zurück natürlich auch, vorgesehen. Hoffentlich auch nicht die Band, weil ich das einfach so darf. Ja, nun noch ganz vor eine Ausstellung hier in dieser Räumlichkeit für den Vernissage den 30. Juni als Freude und Erde ist, wo die Ausstellung ein ganz vor lang dauert, unter dem Zyklismus mit ganz viel Material, das man konnte sichern, wenn es so mehr dann als das, das ist von nicht so sehr gemein gewesen, aber für allem als Velosclub und auch der Fanclub, den Gastau Schrumm und all seine Kollegen unter ihm. Wo wir eine ganz Vorstellung werden auf Bein stellen, für eben den Event zu zelebrieren. Wir müssen aber noch so etwas Neucatcher müssen fangen, für das wir wirklich etwas, was die anderen nicht tun. Und das ist die Idee gekommen, wo wir schon die Bein haben. Wir haben heute das Flott dabei, wo der Gemeinde gehört. Wir haben darauf hergehen können, weil hin für ein paar Jahre haben wir ein Jahr in Kunstwoch. Gewonnen hat er zweimal sogar. Einmal gewonnen, du flüster. Was flüsterst du, flüster schon richtig. Einmal gewonnen hat. Egal. Und du hast eine Karriere gegangen. Ne? Also, heute zu Schöffling ist schon große Karriere entstanden.
an Monats do hun erinnert, dann darauf Lorreich nie aus den Nähen verloren war auch für ein paar Wochen eigentlich nach Hause mit einer Ausstellung. Ich habe leider nicht konnte dabei sein. Und du mal gesagt, mal da kommen, mal gucken, mal mit Team zusammen durch die Vermittlung von Juliette, Präsidentin vom Syndikat Initiativ, für hin zu fahren, ob ein Porträt von Ben kennt, ob das Gebäude machen. Und er hat gesagt, ja. Und er hat gemerkt, das Resultat gesehen. Und ich muss merken, dass das super, weil ich das nicht so konnte, als direkt vorstellen. Aber wo wir das gesehen haben, oder wo ein Duffer gesehen hat, hat er gedacht, was geht das tun? Lass mal Gewerde lassen. Aber wo ich fertig war, das war das enorm, das ist super, das ist wirklich flott. Das ist der Wert. Es sind schon viele Leute, die Lernstgänge sind, auch nicht Schöpflinge, Lernstgänge und Lernstgefühle, die gesagt haben, super, das tut, was der Resto aufhellen gelöst hat. Raphael kann sich selber ein bisschen ja nur präsentieren, aber ich kann das viel besser machen wie ich. Er hat ganz viel Zeit damit verbrüht, er hat mir ein bisschen gezählt, dass das alles nicht so einfach war, für das so hinzukriegen, wie es. Wie ein Hikrut wird, aufgrund auch von der Struktur vom Haus, Fenstern, Dieren und so weiter. Mit das gelungen. Ich muss sagen, das gelungen. An Schmengen, Mojo de Ben. An de Ben steht auch nur am Mittelpunkt, Mona von Arena. Groß Sportler, heute Schöffling. Da war auch ein bisschen emolisch für das Land eigentlich. Wir schwätzen nicht oft drüber mehr. Die anderen brüsten sich, dass sie so gut am Sport sind. Aber um individuelle Plan und mehr am Fungo, die Beste gehen. Der Ben, der Gilles, letzte Sonde zu Sertogenbosch, zweiten ATP-Titel. Der Mira Pjanic zu Cardiff Champions League-Finale gespielt am Fußball. Boah. Ich meine, da muss ich mal. Retter Schöfflinger Jungen, von meinem Höfrichstrop sehen, dass sie an unserer Reihe sind. Auf was für alle Mass. Sie sind alle drei ein super Charakter. Sie wissen alle drei, wo sie hier kommen. Sie haben ihren Darfschein nicht verloren. Es sind Jungen wie der am Meer, die immer im Gero auf Schöffling zurückkommen, aber was auf Schöffling kommen, auch für etwas hier gemein. Auch immer da sind. Und ich meine, die Band hat das auch Lob bewiesen und auch die Mitte bewiesen, wo wir einen ganz flotten ja, Parcours-Adress hatten und auch ein kleines Ballett hatten. Mit den Klängen aus der Maison Relais bei 37 Grad. Aber gut, kann ich auch das nicht immer rausziehen. Wir hatten zwar gut wieder geplant, wir hatten aber auch mit 37, das war nicht so am Kreis der Charge. Aber gut, geht nicht immer so genau. Es war flott, der Kanner hat Spaß gemacht und ich meine auch, der Band hat Spaß gemacht. Eine flotte Aufwechslung, weil ich weiß, dass den auch noch etwas mit der Jugend gerne möchte. Und auch das, was den kennengelernt hat, auch gerne weitergeht. Weil muss ich auch wissen, der Band ist ja, das ist groß gehen, das ist richtig. Aber heute Schöffling groß gehen und noch am Willowsclub, das ist ein Kant vom Willowsclub und er ist eine Willowsshow. Auch so wirklich ein remarkable Parcours gemacht und du gesagt, dass auch in einem Willowsclub und in einer Willowsshow ein formidabel Leibisch gelegt wird, mit dem Resultat, was dann dabei herauskommt. Lohne ist schon viel zu viel gespannt. Ich will dem Ben merci so, dass er sich zur Verfügung gestellt hat für das Porträt. Da. Wo doch die Vierteil, Ben, wenn es da im Ausland passt, das tut ich immer gesagt. Ja? Von Anfang der Arabisch, das hat gesagt ich immer. Auch wenn es da auf der Kurs passt, wenn es da noch nicht dahin passt, verliert es nicht aus den Namen. Und das ist schon gut so. Das war nur Zufall. Aber das ist auch gut so. Gut, Ben, merci und dich. Ja. Wie soll ich nur so? Ich habe gesagt, ich habe eine Chance auf die France. Aber gut, das sind wir noch nicht. Wir drücken alle gute Daumen, dass es mit der Selektion klappt. Aber wir sind alle überzeugt, dass es klappt. Und dann, dem Raphael Gien, doch ein dicke Merci. Super Projekt. Und muss schon da draußen etwas ausgehackt, für das da weiterzuführen. Ich meine, das soll ich weiterfeiern, muss ich nachher ein bisschen was sagen, was kann man. Und schon nicht von Sport, da habe ich schon gesagt. Also, nicht nur von uns, also kein von uns. Ja, tust du gerne. Und ich darf dir dicke Merci auch für die gelungenen Arbeit, für die super Projekte, die nicht unremarkiert bleibt, eigentlich am letzten Jahr. Land. Sind froh, auch ein ganzes Party Leute können zu begrüßen, das ist ein Willowsport, Vertreter auch von der Föderation.
den Ed Büchert, den Generalsekretär von der SSCL, und den Ed Wagner, Schöpflinger, und als Präsident von der Sport- und Freizeitkommission von den Touristen, auch Vertreter von der SSCL, also auch hier, Vertreter vom Velos-Club, Vertreter vom Fanclub von Ben, ja, an der alle guten, alles Freunde. Merci, dass ihr kommen seid, und für den Ben sein Porträt mit der Handschrift von Raphael ein bisschen zu zelebrieren. Merci, ihr alle gut. Ich gebe dir vielleicht dem Raphael ein kurzes Wort geben, für ein bisschen über die Gabe zu schwätzen. Andere. Ja, schönen guten Abend, alle gut. Vielmals merci, dass ihr Abend alle gekommen seid, für das Bild anzuweihen. Für dich ging ich aber ein ganz großes Merci, Gerlaski und ich und Gemeng Schöffling, für dass dieses Projekt, das wir gewohnte Projekt am öffentlichen Raum, was emolisch ein bisschen zu Schöffling aus, zu akkordieren oder zu gut zu fördern, aber auch dem Syndikat für dieses Projekt, für die ganzen Aufklärer und dann die ganzen Kontakte und dann auch mit der Idee kommen sie für das Teilhaus zu bemalen. Am Anfang war ja gesagt, für die Scheuer zu bemalen und wie das du ja noch nicht ganz, ganz klar ist, ob du die Fenster nach dran kommen oder weil er nur dann desideriert oder als desideriert ging für dann die Galerie ganz zu bemalen. Und du wirst auch nicht klar, ob den Eck matt gemalt oder wie weit mal nicht drauf, was mal nicht konkret drauf ein Porträt, ja, aber das war am Anfang ganz schwer an puncto Layout, weil mit all den Fenstern dran, an den Dieren, an der Treppe, also es ist nicht so evident gewesen, für ein Porträt dran zu bringen, dass noch der Band gleicht. Weil muss. Hast du genug? Weil. das war auch den Challenge am Anfang davon, weil nicht müssen ganz präzise gehen, weil dann nicht dürfen wir damit von einem Fenster sehen, weil wenn dann Trolle drüber ist, dann erkennt ihr nicht, dann hört ihr schon einen an oder gerade an der Tür. Die Stadt war wirklich den Challenge, da wer in Richtung guckt, dann an dem stand der Porträt auch an meinem Stil gemalt, schon mit denen drüben. Und du hast natürlich auch ganz schwer, einen Glach zu halten, wenn ich just drüben ob das geht. Und da soll ich ein Porträt malen, den auch einen gleicht, ob der Fassade mit den Dieren, weil wenn ich ein Bild von innen guckt, dann hört ich in einer Perspektive, wenn ein Bild von vier guckt. Und dann kann ich das Bild nicht so malen, dass ich von vier gucke, mehr von innen gucke. Das heißt, schon das Bild müssen an den Fenstern ein bisschen kalieren. Und den Zähnen und den Ahnen und lang geknallt, bis das so war, dass ich noch erkannt. Aber ich meine, das ist mir aber gelungen. Und ich bin noch ganz, ganz hoffentlich darauf, dass ich auch diese Projekte in dir für mich gerade heute zu Schöffling, weil ich meine, ohne Film, meine erste Ausstellung, weil ich matt gemeint habe. Ich mache relativ ungern bei Ausstellungen mit, wo ich muss ummelden muss, weil das nicht an meine künstlerische Natur passt. Ja, heute zu Schöffling und ich mache mir das war eigentlich 2014. Und da hatte ich schon viel, du hast das schon hauptberuflich auch gemacht, ich hatte aber schon viel auf Glas gemalt. Schon die aber nie ausgestellt, und, weil ich auch näher ins Gelände nicht gut, wie gesagt, hey Raphael, stell den Sachen raus und du hast das mit gemacht. Und am Anfang war ich immer skeptisch, weil ich schon vier verschiedene Sachen ausgestellt habe. Und der eine, das gut gekommen, der andere, das war, bis mir, wo die Leute Männer konnten, da mal aufhängen. Und ich dann aber die Konfirmation gekriegt, dass ich aber auf dem richtigen Weg sind. Und ich meine, das ist was immens wichtig ist, weil wenn Bilder immer im Atelier leihen oder wenn sie nicht mehr weiß, wenn ich kein professionelles Feedback kriege, zum Beispiel wie vom Yvette Gastauer, was in der Ausstellung matt geschafft hat, was bei denen du kannst richtig gedeihren, das ist immens wertvoll. Und mein Preis, den ich da gewonnen habe, das war für dann 2015 am März hier in dieser Galerie dann eine Ausstellung zu machen, wo ich mich da konnten einke, oder müssen bestätigen, was meine Wirken, wo ich dann an der Zeit gemacht habe. Und darauf sind anfangen mit meine Karriere angefangen. Und das war schon immens, für das ich dann nur diese zwei Ausstellungen hier nach der Galerie konnte bemalen, wo ich dann hier ausgestellt habe. Das war schon ein ganz großes Jahr noch auf der Hauptstraße. Voilà, das wird mich ganz froh gemacht. Gut, vielen Dank.
an dann zu guter Letzt natürlich du Ben. Ich habe schon viel zu sagen, für mich mehr als du Merci zu sagen. Das ist für mich ein großes Ehre, dass die Gemeinde selbst was macht für mich. Da wo ich vielleicht kontaktiert habe, habe ich verstanden, für selbst dabei zu sein. Das ist ein bisschen komisch gefühlt vielleicht. Ich fand es sicher, ja, ob ich das will, aber auf der anderen Seite selbst kann ich auch nicht refusieren, weil das ist einfach ein großes Ehre. Es sind nicht viele Sportler, die die Chance haben, so wie ein großer Sport ist, die zu tun. Und ja, natürlich passt es gut an den Kontext mit dem Tour de France. Ja, für mich, was ich nehmen will. Da habe ich gesagt, sind ich dabei, das ist ein großes Ehr. Und ja, das Resultat fand ich super. Also, das wiederholen so, das ist wirklich ein Eye-Catcher. Und ja, ich meine, ganz Frankreich hat den Portrait gesehen. Das ist wirklich etwas Außergewöhnliches. Und bei mir an der Equipe hat noch nicht überrascht sein. Ja, wie groß Fan hat es das für mich sein? Also, für mich ist es ein großes Merci. Ja, merci für die Unterstützung. Ja. Du mal merkst wirklich, wie viel der Hanna macht, die dann ja danke für die Unterstützung für viele haben, ja, das für mich ja großartig. Merci. Hi zu Schäffling, auch die echte Kaya, hi beim Ben. Ich habe schon das öfter gesehen, ob all Tour oder all groß. Klassiker. Kurse nun ich schon oft gesehen. Ja, die letzte Kaya Huber heißt gesehen, da war ein Depart contre la montre, nicht mal 500 gewinnen. Also alles Respekt, ein ganz schwer Tier, cool. Und das hat er nicht überall. Das ist in der Balltour. Madame Caputo, dir als Präsidentin vom Syndikat Initiative für Schiffling sitzt an der Kommission vertreten. Wie ist die Idee, für die Facette bemühen zu lassen, an den Auftrag und den Herr Raphael Gint zu gehen, abkommen? Wir haben an der Kommission so zu machen, wo übrigens der Madame Eich auch dabei sind, am Rass sind und noch viel mehr geholfen hat, wo wir dann als Chefrot und uns zurückgetreten vom Syndikat, mit etwas mit der Galerie dekoriert zu verbauen. Boah, 20 Minuten evaluiert, bis wir uns mehr dann den Künstler angefallen. Und ich dachte, das kann nicht mehr der Raphael Gint machen, aber das muss man durchkriegen. Dann stand direkt gefragt, ob das geht. Der Chef hat ja gesagt, Jitrin hat ja gesagt. Dann hat hier den Raphael gefragt, der war begeistert. Dann hat sich die Bank gefragt, ob der nicht gegangen hat. Der war auch der Mann anverstanden. Und so ist das dann zustande gekommen. Und ich stand dem Chef gefragt, vielmals merci, dass er uns das Vertrauen geschenkt hat. Und mehr Leute schreibt was er hat. Auf jeden Fall hast du bei den Schäfflingen leicht in Geschmack gut gekommen. Wenn ihr nur hört, Kommentare hört. Ja, ich denke, das ist immer ein Affair, der gut so etwas, das ja aber auffällig. Mir ist so in der Grof und der Leute gefällt. Und ich gebe auch nicht mengen, dass das die letzte Fassade ist, die heute zu Schöffling gemalt wird. Herr Schreiner, die hat eine Kommission zusammengerufen, für die Aktivitäten heute zu Schöffling für den Tour de France zu organisieren. Wie ist es dazu gekommen? Ja, im Moment, wenn wir schon eine Chance haben, heute zu Schöffling Tour de France an Dürf zu kriegen, wie ihr so schön seht, da soll man versichern, noch alle Akteuren mit Rund zu zeigen. Wir wollten natürlich als Gemeinde selber decidieren, wir machen das und das. Wir wollten gucken, mit all den Force Vive de la Nation, wie ihr so schön seht, eine Arbeitsgruppe zu machen, wie das iedereen ein bisschen noch darüber deel ist. Das heißt in diesem Fall natürlich als Geschäftsleute. Das Syndikat Initiative als Repräsentant von allen Vereinen. Dann natürlich auch der Velosclub, weil es um den Velosport geht. Der Fanclub von meinem Gastauer als Enseignant. Weil wir auch wollten Schulen und Schulkanner mit dabei sehen. Für alle möglichen Ideen mit der Auflesen zu lassen und ein flottes Programm auf einzustellen, den sich über den ganzen Fort zieht. Und ich denke, das ist gelungen. Die sieht nur, wenn da war nicht nur als Bürgermeister von Schöfflingen, sondern auch als Präsident vom Fanclub beim Gastauer. Können Sie als ein paar Worte aus dieser Sicht sagen? Ja, ich meine, der Fanclub Ben Gastgauer, den hat sich vor Jahren gegründet. Das war ein von der Ben, seine Karriere angefangen oder Profi, ging als Kollege von ihm, Fanclub gegründet, für ihn zu unterstützen, auf den Kursen oder auch sonst moralisch zu unterstützen, aber auch materiell zu unterstützen. Und einmal, weil der demolische Präsident, vorgegangen als op de universiteit. Ze mocht gevraagd om mich veel tijd te verhullen. Dat was natuurlijk een groot zeer voor mich voor dat te merken. Weil ich die familie Gastauer ook ganz goed kennen. Ben zijn mama is wat meer aan school gegaan. Ik heb ganz goed contact met de familie Gastauer. Een jaar en dan een jaar etableerde Schöfflinger familie.
Und dann die Band natürlich zu unterstützen, war auch für den Bürgermeister ein Eier. Und du tust ja nicht allgemein die Chance, einen Willensprofi in seine Reihen zu holen. Deswegen war das für mich ein Eier, den Fanclub zu präsidieren. Ich habe aber gesagt, ich spiele gerne Präsident, ich habe gerne reden, aber doch musst du zu viel schaffen. Und das klappt doch wunderbar. So, deswegen war es für mich immens einfach für Präsident. Sie sind schon eine super Equipe. Angefangen beim Gustav Schrumm, der ganz viel koordiniert. Ich würde eigentlich von einer Leute, die ich da nicht einzeln will nennen, die einen super Arbeit machen. Und dann, wie gesagt, ich habe dann, so wie den Ofen, dann, der mich dann dreht, halt am Nymphen Fanclub auch. Das ist da ganz, ganz flott. Ich mache immens viel Spaß. Wir versuchen, bei allen möglichen Gelegenheiten dabei zu sein, versuchen, an Heinz von Ausland zu gehen, wenn der Band bei einem Kurs ist, als Heinz so schwer zu organisieren. Wir haben heute zu Lützburg geführt, versuchen wir immer dort zu sein mit einem Stand, mit Gadgeten, mit Trikots für unsere Equipe, die wir dann in das Leute bringen, für ein bisschen zu suchen, dann zu kriegen, für dann noch ein können, etwas für die Band zu machen. Das macht immens viel Freude, das ist eine Passion. Aber wenn ich nicht mehr Bürgermeister bin, will ich das noch weiter machen. Aber wir hoffen auch, dass ihr da könnt feiern, dass ihr eventuell am Tour de France mitfährt und hier auch einen guten Kurs macht. Raphael, was hast du empfunden? Wie ist die gefragt, die Bast Facette zu malen und das mein Profil von Benders Gastauer? Für dich war ich ganz hilfreich. Für gerade auf dieser Galerie, wo ich meine erste große Einzelausstellung hatte, wo ich heute Schöffling auch Thüringen Kunstwoche 2014 gewonnen habe, für dann die Galerie können, zu bemalen. Annehmen gerade an dem Kader von Tour de France, den Ben Gaster wird am Porträt wird ein bisschen mein Aushängeschild, das für meinen Kunst eben Porträt, die momentan ganz gut kommen, wo ich am Anfang auch das gut fertig bringen. Und das war heuer von meinem größten Challenge, den ich bisher hatte. Erstens, weil die Galerie aber relativ groß ist, mir finde ich auch, wenn es in den Fenstern gut dran sind. Und der Bandwidth aber nicht auch gelacht davon verlieren, sodass ich schon, ob das geht, schon ganz präzise so müssen wollte. Meistens sind mein Porträt ein bisschen unpräzise, für nicht ganz persönlich die Leute zu treffen. Das ist ein bisschen mit dem Dripsen dran gehalten, mit der Spachtel, das ein bisschen mehr expressiv wirkt. Dann halt wollte ich aber die Technik beibehalten, aber dass das Bild einfach schon meine Handschrift hat. Mehr und hat aber wirklich nicht gelacht, der verflehren, dafür habe ich da müssen ganz präzise malen, mit eben alle Drips für Drips so malen, dass nicht auf einmal krumm guckt oder dass sie wie dick backen würde. Oder. Und das habe ich da müssen auch hier auf Fresk bringen. Mehr mit den Fenstern war das wirklich nicht evident, dann habe ich wirklich lang und den Zahn geschafft, weil du siehst so zwei erklärende Sohnen an den Fenstern und dann an der Perspektive von den Innen, ob der Stroh steht, gesagt, das kommt ganz anders aus, wie wenn ob der Hecht guckt, wenn ihn malt, wenn dann eine andere Perspektive holt, dann guckt er so rum und dann sind Zahn aber ein bisschen mehr weiter auseinander oder der Blick geht ein bisschen anders oder der Mundzug geht anders oder sieht aus, wie wenn eine Zahnlücke hat oder einen krummen Zahn oder und ich hatte schon ein bisschen schon so treffen, wie ich das Foto gemacht habe von dem. Ja, weil es sich sonst nicht gelacht hat. Wo ich das fertig hatte, war ich aber ganz hilfreich, dass das mir wirklich gelungen ist, weil ich hatte auch keinen Schwung für dieses Projekt das anzusetzen. Aber das war auf jeden Fall eine ganz große Ehre, für gerade heute können zu bemalen. Ben, wie viel den sich, wenn ich gefragt wird, ob ich ein Stück hin tut, ob eine Fassade am Himmelsdorf verewigt zu gehen? Ja, also am Anfang war es ein bisschen komisch gefühlt, weil ich nicht immer gerechnet habe. Ich bin Sportler, aber so lange ich habe nicht viele Sportler auf der Welt. Und ja, dann natürlich auch noch, ich habe mich wirklich geirrt gefühlt, dann habe ich mich darüber gefreut, dass die Gemeinde selbst für mich machen. Und ja, für mich ist das ein großes Ehre und ein großes Freude, um eine Fassade zu sehen. Und dann natürlich das Resultat ist super gehen, dann hat mich auch noch mehr Freude geben. Das ist wirklich ein großes Ehre. Du wirst wahrscheinlich lieber am Tour de France dabei. Aber wenn nicht, sind hier am Dorf verschiedene Aktivitäten, wo du mit drin teilhältst. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wenn es klappt? Ja, natürlich wäre ich lieber am Tour de France dabei, wo wir nicht am Lorraine Sonnen oben gewohnt haben. Natürlich, wenn ich nicht dabei bin, dann sind ich bei den Aktivitäten dabei, natürlich schon Auto gefahren. Und dann müssen wir überlegen, was kann ein bisschen Velo gefahren, was schon ganz flott war, kann und gut amüsiert. Und dann tun sie noch genug Aktivitäten, dass wir eine Ausstellung, dann ist auch noch Sonnen noch ein Tour am Velo organisiert, wo dann auch noch Spenden gemacht haben für eine Aktion von der Gisela Mondial.
En dan als public viewing, wat natuurlijk ook vloot als dat leider goed zoomen komen, vindt Tour de France zoomen te koeken. En dan is natuurlijk de passage van Tour de France, hoe iedereen op de straat zal zien en haar dat proberen. Merci, maar mijn wens is dat Tour de France erbij was, voor dat de Rijkaard durchvoert dat ik een geit.